Lübser Pilz Cup Viertelfinale und der FC Pommern zieht das große Los mit dem FC Hansa Rostock. Für die Stralsunder, die bislang eine super Leistung in dieser Saison abgeliefert haben, eine nicht unlösbare Aufgabe. Gegen den Rostocker Club, der derzeit auf Platz 19 in der dritten Bundesliga steht. Man könnte sagen, David gegen Goliath. Die Primus Arena nahezu ausverkauft, knappe 5000 Zuschauer auf den Rängen. Pommerns Abwehr steht und Hansa sucht die Lücke. Diese Bremsen werden wir heute noch öfter sehen. Oliver Sundt in der ersten Halbzeit mit einer seiner vielen Glanzparaden. Ecke für Pommern. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Bremse. Der Rostocker zu Recht etwas aufgeregt. Es gibt die gelbe Karte, eine von vielen am heutigen Tag. Wieder Freistoß für Pommern. Und ab geht die Post. Da ist die Bremse. Wir springen zum Ende der ersten Halbzeit. Der Spielstand bis dahin 0:0. Für Pommern gut, Hansa glänzt nicht wirklich. Dann das. Sie kriegen den Ball nicht aus dem Strafraum raus und Benjamina mit dem 1:0 für Hansa. So geht's in die Pause. Zeit für einen kleinen Blick auf die ausverkaufte Stralsunder Tribüne. Hansa mit dem Anstoß nach der Pause. Michi Lindberg am Ball, wirklich grenzwertige Aktion auf beiden Seiten. Wieder die gelbe Karte. 68. Minute, da wird's nochmal gefährlich. Lukovic erhöht zum 2:0. 80. Minute. Dann dieser Freistoß. Hofmann macht das 3:0 mit dem Kopf. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. 4 Minuten vor Abpfiff, Lukovic mit dem 4:0. Dann ist das Spiel aus in der Primus Arena. Hansa Rostock ist eine Runde weiter. Die Pommern-Jungs holen sich Trost bei den Fans, obwohl es ein Ergebnis ist, mit dem alle gerechnet haben.